Sie geht, er kommt gerade wieder. Herzlich willkommen, HP Kerkeling. Bitte einmal Platz zu nehmen. Freue mich. Der freu mich Eisbecher Copacabana. Ja, Eisbecher Copacabana. Da hat sie sogar gesächselt, ist uns aufgefallen. Tatsächlich. Ja, sie hat Humor gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob das heute so noch möglich wäre. Aber damals hat sie sehr locker reagiert. Erstaunlich locker. Erstaunlich locker, weil mitten auf dem Parteitag eine Rede zu halten und dann kommt einer rein. Na, es war vor allem eine entscheidende Rede. Es ging auch darum, würde sie Kanzlerin werden, irgendwann oder nicht. Und da so locker zu bleiben, das zeugt schon von starken Nerven. Und die hat sie ja dann irgendwie über 16 Jahre wohl auch gehabt. Wir kennen uns länger, deswegen darf ich du sagen, wirst du diese Kanzlerin vermissen, wenn sie weg ist? Naja, ich meine, irgendwie hat unsere Mutti uns ja mitunter auch Spaß gebracht. So ist es ja nicht. Ich denke, 16 Jahre sind einfach genug. Egal welcher Kanzler, wie gut die Kanzlerin war oder wie schlecht sie vielleicht war. 16 Jahre sind mehr als genug. Ich glaube sogar, 12 Jahre wären noch besser gewesen. Vielleicht sollte man die Amtszeit auch beschränken, ist meine persönliche Meinung. Man sieht, dass das in den USA ganz gut funktioniert. Zwei Legislaturperioden? Ja, 8 Jahre oder 10 Jahre wie der Bundespräsident. Okay, das geht mir mal so weiter und schauen, ob da was draus wird. Tatsächlich ist die letzte große Krise von Angela Merkel die Corona-Krise gewesen. Jeder ist davon betroffen gewesen. Warst du einigermaßen einverstanden mit den Regierungshandeln der letzten 1,5 Jahre? Also zunächst mal kann ja niemand leugnen, dass das wirklich eine weltverändernde Pandemie war, die ja kein Land ungeschoren davon hat kommen lassen. Und 4 Millionen Tote weltweit sprechen für sich. Und insofern waren auch angesichts der Bilder, die wir am Anfang der Pandemie sehen mussten aus Bergamo, mit den vielen LKWs, die Pandemietote zu Krematorien beförderten, weil in Bergamo die Krematorien überlastet waren, waren eindrucksvoll genug. Und deswegen glaube ich, mehr kann ich nicht sagen, glaube ich, dass die Maßnahmen angemessen waren. Wie hat es persönlich dein Leben, also ich meine, kein Restaurant, kein Kino, kein Theaterbesuch, kein Konzert, wie schwer war diese Zeit für dich oder bist du sowieso als jemand, der ja viel schreibt, auch eigentlich jemand, der sich ganz gut zurückziehen kann? Mir ist aufgefallen, dass ich zum allerersten Mal in meinem Leben 16 Monate am Stück nicht außer Landes gehen konnte. Normalerweise, selbst als Kleinkind, war ich mal übers Wochenende in Holland, in Belgien, in Luxemburg. Ich war 16 Monate nicht nur in Deutschland, sondern in Bonn, in der Wohnung. Nichts gegen Bonn, aber das war schon hart. Und ich sehe heute mit großer Demut einen Restaurantbesuch oder wenn ich zwischendurch mal wieder fliegen durfte, das sehe ich als großes Geschenk und erlebe das wie ein Vorschulkind, das einen Preis gewonnen hat und denke, ich fliege. Ich darf wirklich in einem Flugzeug sitzen. Das meine ich ehrlich. Ja. Wirklich. Man wird bescheiden, oder? Man wird bescheiden, ja. Demütig halt. Der große Erklärer dieser Zeit ist ja Karl Lauterbach. Ist das ein Mann deines Vertrauens? Ja, Covid sagt Ihnen das Wort, ja. Ich meine, ja, Karl Lauterbach ist kompetent, der Mann ist Epidemiologe. Aber wenn ich sein Medienberater wäre, würde ich sagen, weniger ist mehr. Also alle 12 Minuten im Fernsehen zu sein, würde ich sagen, ist zu viel. Ich denke, wenn er so einmal die Woche sich zu Wort meldet, dann würde es vielleicht auch reichen. Und er braucht eine neue Frisur. Er hat doch wenigstens keine, wie eine neue Frisur. Er hat ja keine Fliege mehr. Das war ja das, worauf man immer geguckt hat. Du guckst auf die Haare. Mittlerweile gucke ich auf die Haare, weil die Fliege weg ist. Ja, und was ist mit der Frisur nicht in Ordnung? Ich finde, da kann man was machen. Man hat damals, als Angela Merkel Kanzlerin werden wollte, haben alle auf ihrer Frisur rumgehackt. Ich finde, jetzt ist es nur fair, dass man das bei Männern auch macht. Seine Frisur geht nicht. Ist Karl Lauterbach leicht zu parodieren? Ja, also er macht es einem schon leicht. Aber Gott, der wird so viel durch den Kakao gezogen. Und der Anlass, über den er da immer spricht, ist ja wahrlich nicht komisch. Redest du in deinem Freundeskreis über Corona mit allen? Oder gibt es so Momente, wo du sagst, na, lieber nicht, weil man weiß nicht, was einem da entgegenkommt? Impfen ist so ein Reizthema. Wie hältst du es mit den Maßnahmen? Keine Ahnung, du kennst viele Künstler. Nicht wenige waren ziemlich auf der Zinne. Also ich bin geimpft. Und ich halte das auch für sinnvoll. Es ist ein wirklicher Segen für die Menschheit, dass so schnell ein Impfstoff entwickelt wurde. Wann ist das schon mal gelungen? Und man muss am Ende ja auch über Fakten reden. Und Fakt ist, es gibt diese Pandemie. Und zu sagen, es gibt diese Pandemie nicht,
ist keine alternative Meinung, sondern einfach nur verrückt. Und deswegen habe ich mich an diese Pandemie-Maßnahmen strikt gehalten und bin Gott sei Dank auch nicht erkrankt. Und wie gesagt, ich bin geimpft. Auch das halte ich für sinnvoll, auch wenn ich finde, dass man die Menschen nicht dazu zwingen sollte. Das also, wird ja auch nicht passieren. Nein, und jemand wie Herr Aiwanger, ich meine, das wird ja, du bist ja jetzt wieder dann auf Bühnen unterwegs auch. Also das wird die Frage dann kommen, tritt man vor Geimpften, Nicht-Geimpften aus? Wie ist deine Haltung? Also ich finde das nicht wirklich cool, was Herr Aiwanger da macht. Aber er ist stellvertretender Ministerpräsident. Ich finde, der Robin Alexander hat das eben schön auf den Punkt gebracht. Das ist schon ziemlich verrückt und abenteuerlich, was er da vertritt. Vielleicht sollte man es eher komisch finden als ernst nehmen. Okay, gut. Mal schauen, ob wir damit durchkommen. Du bist unterwegs. Du hast ein Buch geschrieben. Und es ist natürlich seit Veröffentlichung in diesem Sommer auf Platz 1. Es handelt von Katzen. Wieso natürlich auf Platz 1? Ja, ich habe das Gefühl, egal was du schreibst, es wird auf Platz 1 kommen. Bei den Katzen war ich mir nicht ganz so sicher, aber sie sind natürlich auf Platz 1 gekommen. Warum Katzen? Also Katzen in der Krise, Katzen als Pandemietröster, Katzen als etwas Leichtes oder warum? Also ich muss ganz ehrlich sagen, während der Pandemie, ich habe zwischendurch dann nicht mehr Fernsehen geschaut, weil nur noch die Diskurse von Epidemiologen und Ethikerinnen und wer da alles so auftreten musste, ich sehe es auch ein, aber ich finde, es war dann schon auch ein bisschen viel. Mhm. Und insofern wollte ich mich einem völlig anderen Thema widmen und in das Universum der Katzen einsteigen, weil ich glaube, dass Katzen unsere Sensorik erweitern, Katzen uns helfen, bessere Menschen zu werden, vielleicht sogar barmherzigere Menschen, vielleicht sogar solidarischere Menschen, was wir ja im Moment auch dringend benötigen. Das musst du erklären. Also Katzen, wenn man dein Buch liest, haben ja, das klingt schon fast so, als ob die was Heiliges hätten. Also das ist irgendwie so etwas Überirdisches. Was macht Katzen so besonders? Naja, Katzen verfügen halt über eine Feinsensorik, die der Mensch, glaube ich, so nicht hat. Und da kann der Mensch durchaus andocken. Im Islam spricht man davon, dass Katzen durchaus etwas Heiliges haben. Mhm. Und ich würde es vielleicht nicht heilig nennen, aber sie haben einen Zugang zu Sphären, der uns vielleicht gar nicht so leicht möglich ist. Und durch die Katze haben auch wir, vorsichtig gesagt, einen Zugang dazu. Loriot. Jeder, der mit Katzen irgendwie lebt, weiß, dass Katzen telepathisch sind und durchaus Fähigkeiten haben, die man bewundern kann. Es gibt ja Leute, die Hunde lieber mögen. Loriot hat gesagt, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Würdest du dasselbe über Katzen sagen? Absolut, ja. Katzen gehören zum Leben wie die Liebe. Aber darauf kann Katzen man nicht verzichten. Katzen lieben einen doch nicht. Katzen nutzen einen doch aus, oder? Sagt jedenfalls der Hundeliebhaber. Ja, so ist es wahrscheinlich, aber ich halte das für Liebe. Also insofern, nein, ich glaube, dass Katzen tatsächlich auch ein recht tiefes Gefühl zu ihrem, ja, wie nennt man das, Halter, Besitzer ist sicher falsch, ich nenne es Katzenpapa oder Katzenmama, entwickeln können. Ja, aber sie gucken dich an als Ernährer und also der Hund sieht einen Menschen, der einen ernährt und sagt, das ist mein Gott. Die Katze sieht einen Menschen, der einen ernährt und sagt, ich muss Gott sein. Ja, natürlich. Nein, Katzen sind einfach besondere Wesen. Ich bin mit Katzen groß geworden und hätte darauf nicht verzichten wollen. Die erste Katze? Ich weiß, dass du nicht so katzenaffin bist. Nee, ich habe noch keinen Bezug zu Katzen. Hast du denn eine Allergie? Nein. Nein. Muss ich eine Allergie haben, um keinen Bezug zu Katzen haben? Nein, aber das würde die Sache wirklich erschweren. Nee, ich finde nur, dass sie einen, die sind so unverbindlich. Also Hunde sind so verbindlich und Katzen sind so unverbindlich. Man würde fast meinen, sie interessieren sich nicht für die Menschen. Naja, sie machen das aus eigenem Interesse und aus dem eigenen Impuls. Genau. Ein Hund, nichts gegen Hunde, aber Hunde gehorchen halt. Mhm. Das geht mit einer Katze nicht. Ja, eindeutig. Und das, finde ich, macht eine Katze besonders reizvoll. Deine erste Katze hieß Peterle. Mhm. Und eigentlich ist die Geschichte überhaupt nicht so lustig, weil sie in dein Leben trat, als deine Mutter freiwillig aus dem Leben schied. Wie kam diese Katze in dein Leben? Na, meine Großeltern fanden halt, dass ich ein Tier haben sollte, um auch vielleicht, das sagen heute auch Wissenschaftler, dass Kinder durch das Halten eines Tieres sowas wie Barmherzigkeit lernen. Mhm. Und insofern habe ich diese Katze bekommen und konnte auch meine Trauer irgendwie bei dieser Katze ganz gut loswerden. Der Kater? Ja.
der Faste, der ja eigentlich von deinem Großvater schon beerdigt worden war. Naja, ich war dann im Urlaub mit dem anderen Opa und als ich zurückkam, hieß es, meine Großeltern saßen betreten auf der Eckbank und meinten, die Katze wäre während meiner Abwesenheit gestorben. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Bin in den Garten, habe die Katze gerufen. Wir hatten so ein Erkennungszeichen und einen Pfiff. Nach knapp 3 Minuten stand sie zwar etwas abgemagert vor mir und es stellte sich heraus, dass mein Großvater die falsche Katze beerdigt hatte, nämlich die Katze eines Nachbarn, die zufälligerweise auch noch so hieß wie meine Katze und ihr sehr ähnlich sah. Meine Katze lebte noch, Wunder. Das war die erste von wie vielen Katzen? Die erste von 6. 6 Katzen. Ja, mittlerweile sogar schon die 7. Wir sind mitten im Wahlkampf. Würdest du sagen, wir sollen als Wähler darauf achten, welches Haustier ein Politiker hat, um etwas über ihn zu erfahren? Sind Politiker mit Katzen bessere Menschen? Also wenn jemand einen Alligator hätte, wäre ich skeptisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob Menschen, die Tiere halten, bessere Menschen sind. So weit würde ich nicht gehen. Aber es sagt doch ein bisschen was über jemanden aus. Hat Herr Laschet einen Hund? Nein. Ein paar Bilder haben wir vorbereitet. Okay. Politiker und ihre Tiere, das ist Markus Söder. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ist ein Katzenversteher? Eigentlich nicht. Eigentlich hat er Hunde, aber das war ein Besuch in einem Tierheim. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nur so ein Werbefoto, ja. Also guckt er auch. Sehe ich gut aus? Nee, die Katze sieht gut aus, Herr Söder. Das nächste Foto zeigt einen berühmten Mann weltweit, Wladimir Putin auf einem Pferd. Ja. Ist das ein Politikerfeld? Fällt das noch unter Politik, was der macht? Ich weiß es nicht. Ein schreckliches Bild. Das Pferd ist wundervoll. Es tut mir leid. Es hat so einen leidenden Ausdruck, nicht ohne Grund. Es gibt diese wahnsinnig hässliche Geschichte. Wladimir Putin trifft Angela Merkel und lässt den Hund rein. Habe ich gesehen. Unmöglich. Weil sie Angst hatte vor Hunden. Ja. Dass sie da nichts gesagt hat. Da hätte man doch was sagen können. Das muss man doch nicht durchstehen. Warum? Weil sie an sich hält, oder? Ist das vernünftig? Sollte man nicht sagen, bitte schicken Sie den Hund raus auf verlaufenden Kameras. Hätte sie dann nicht verloren, dann ihm gegenüber, hätte sie Schwäche gezeigt. Das wollte er ja vielleicht. Bei mir hätte sie gewonnen. Du warst aber nicht dabei und wir leider alle nicht, nee. Sonst hätten wir gecoacht. Das nächste Tier und ist ein Grotes, das ist Robert Habeck mit einer Kuh. Ich finde, das Bild hätte er besser nicht machen sollen. Das hat er wahrscheinlich noch vor dem. Er wusste nicht, dass du es zeigen würdest mitten im Wahlkampf. Nein, das stimmt nicht. Es gibt viele Bilder mit Kühen und Robert Habeck. Aber es disqualifiziert ihn nicht als zukünftigen Kanzlerkandidaten. Und warum sollte er das Bild nicht machen? Nein, ich habe nicht mal erkannt, dass es eine Kuh ist. Ich habe nur Robert Habeck erkannt. Okay, dann kann es ja auch eine Katze sein. Der nächste ist der britische Premier Boris Johnson. Der ist ein Hundemann. Ist der wirklich ein Hundemann? Der Hund sieht nicht so aus, als wäre er besonders glücklich auf dem Arm von Boris Johnson. Er flüstert ihm was ein. Ja, ich glaube auch, der Hund hat sich in der Backe festgebissen. Und ein letztes haben wir noch. Angela Merkel, keine Haustiere, aber ab und zu hat sie eins auf der Schulter. Das ist ein Lemur. Ja, so wie sie, hätte ich beinahe gesagt. Das ist ein wirklich süßes Bild, wie sympathisch sie da lächelt. Du hast ja schon gesagt, dass sie 16 Jahre sind zu lang. Jetzt haben wir eine Auswahl. Eigentlich bist du ein klassisches SPD-Haushalt-Kind, würde man sagen. Vater, aus dem Ruhrpott, da lernt man SPD zu atmen. Ist ein Tischler. Ja. Was würde der Vater gesagt haben über die SPD von heute? Das weiß ich nicht so genau, aber ich denke, er hätte schon seine Probleme damit gehabt. Du warst mal offen auch für SPD erkennbar. Ja. Wärst du es heute für Olaf Scholz, der ja vielleicht doch Kanzler wird, wie wir vorher gehört haben? Nein, ich wäre heute sehr vorsichtig mit einer solchen Äußerung. Ich werde auf jeden Fall zur Wahl gehen, aber was ich wählen werde, das werde ich vermutlich erst in der Kabine entscheiden. Irgendeine Sympathie, Scholz, Laschet, Baerbock, die man bei dir erkennen könnte? Also die AfD kommt natürlich gar nicht in Frage. Bei der Linken setze ich ein Fragezeichen, ansonsten schauen wir mal. Schauen wir mal. Und du entscheidest dich wann? In der Kabine. Man ja erst mal sehen, was noch passiert, was da noch zutage tritt. Man wird ja jeden Tag neu überrascht. Es gibt tatsächlich das ist eine der Wahlen, wo die amtierende Kanzlerin nicht noch mal antritt. Sie verlässt die Bühne. Du kommst gerade wieder. Du hast einen Film gemacht mit Bully Herbig, wo du der Tod warst. Es gibt eine Show bei Vox. Es wird eine Serie bei RTL geben. Wird es Horst Schlemmer wiedergeben? Also gerade in so einem Wahlkampf wie diesem denkt man sich, wo ist Schlemmer?
Horst Schlemmer wird es irgendwann wieder geben, aber nicht in der Dokumentation, die ich für Vox drehe und auch nicht in der Spielserie für RTL. Und in der Tat, das wird eine interessante Wahl, die da jetzt kommt, weil zum ersten Mal werden wir wahrscheinlich auch eine Regierung haben, die nicht die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung hat. Es wird interessant, das zu beobachten, wie sich das entwickelt. Also wer auch immer regieren wird, wird sich mit einer 20%, 30% Zustimmung zufrieden geben müssen. Und ist das gut für die Demokratie? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht macht uns das flexibler. Schauen wir mal. Und was wird diese Doku-Serie sein? Also als was erleben will ich da? I'm the host of the show. Ich führe durch diese Serie. Es geht um die Kleinstaaten Europas, ihre historische Entwicklung, wie sie heute dastehen und um all das Skurrile, was sich in diesen Staaten abspielt noch heute. Das ist die Doku-Serie, dann gibt es eine Spielserie. Wo geht es darum? Das darf ich noch nicht verraten. Es wird ein Knaller auf jeden Fall, das weiß ich sicher. Würdest du sowas wie diese Geschichte mit Angela Merkel, also einfach in so einen Parteitag hinein crashen und mittendrin jemanden überfallen, würdest du sowas nochmal machen? Man soll nie, nie sagen, aber ich glaube, das wäre heute so unter den Sicherheitsvorkehrungen, die wir mittlerweile haben, auch gar nicht mehr möglich. Aber es hat großen Spaß gemacht. Ich habe mich gefragt, ob du Lampenfieber hattest. Immer. Schon. Ja. Naja, auch eine Verantwortung. Also das soll ja jetzt auch nicht wie ein Überfall aussehen. Also Frau Merkel soll ja auch nicht unbedingt Todesangst bekommen, wenn da plötzlich jemand hinter ihr steht. Das ist ja eine ungewöhnliche Situation. Also insofern auch immer Lampenfieber, ja. Wie entwickelt sich Lampenfieber, wenn man lange nicht mehr auf der Bühne war? Es wird schlimmer. Warum? Ich habe keine Ahnung, ich erlebe das gerade. Weil du lange weg warst und jetzt dann wieder zurückkommst auf die Bühne. Du bist eigentlich ausgeschieden, ich weiß das noch. Du hast gesagt, ich ziehe mich zurück. Das war nach dem 50. Geburtstag. Ja, da habe ich gesagt, ich mache keine großen Shows mehr und dabei bleibt es auch. Also auf den Samstagabend gehe ich sicher nicht mehr zurück. Warum? Ich habe das so lange machen dürfen, erfolgreich machen dürfen und ich wollte irgendwann das Schicksal da nicht weiter herausfordern. Für mich wirkte das so, als ob du dich komplett von der Bühne verabschiedest erstmal, weil du, dich zurückziehen möchtest, nur noch privat. Das habe ich auch für 1-2 Jahre, aber ich habe zwischendurch CDs gemacht, ich habe Filme synchronisiert, in Filmen gespielt, es macht mir nach wie vor Spaß und Bücher geschrieben. Auch das werde ich weiterhin tun, das heißt, es ist sozusagen nicht ein komplettes Comeback aus Langeweile, aus purem, ich war zu lange in Bonn gesessen, ich muss jetzt unbedingt mal wieder. Ein bisschen schon. Na, ich habe mir überlegt, was würde ich gerne noch mal im Fernsehen machen und habe jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Und darauf freue ich mich besonders. Ich habe sehr gut in Erinnerung den Moment, als du auf den Jakobsweg gegangen bist. Das ist 20 Jahre her, ziemlich genau. Im Sommer vor 20 Jahren hast du bist du da auf diesen Weg gegangen, auch deshalb, weil du zu der Zeit, ja, was warst du? Wie würde man das heute sagen? Ausgebrannt, körperlich, erschöpft. Ja. Und das heißt also, du hast deine Erholung gesucht, dich zu regenerieren, dich zu finden. Was davon ist übrig geblieben nach 20 Jahren? Also nach 20 Jahren ist es tatsächlich so, dass übrig geblieben ist. Ich habe unmittelbar, nachdem ich die Reise auf dem Jakobsweg beendet hatte, hatte ich gehofft, mein Leben würde sich schlagartig, radikal verändern. Das hat es nicht getan, aber ich habe stattdessen eine Veränderung vorgenommen, eine Abweichung von 2 oder 3 Grad. Und das hat mich jetzt nach 20 Jahren auf einen völlig anderen Weg gebracht. 2 oder 3 Grad, was heißt das? Naja, so, ich bin nicht weiter gerade ausgelaufen, so wie ich das vorhatte. Und gedacht, jetzt läufst du mal ein bisschen weiter in die Richtung. Und so bin ich heute an einem völlig anderen Punkt, als ich es vielleicht gewesen wäre, wenn ich diesen Weg nicht gelaufen wäre. Und wie würdest du den Punkt beschreiben? Ich hätte beispielsweise mein 2. Buch, Der Junge muss an die frische Luft, wahrscheinlich nie geschrieben. Die Autobiografie, ja. In der es eben auch um den Selbstmord meiner Mutter ging. Und ich hätte wahrscheinlich auch das Buch jetzt Pfoten vom Tisch, in dem es auch darum geht, dass man sich ja mit den mystischen Dingen beschäftigt. Auch das hätte ich vielleicht nicht geschrieben. Das heißt, es hat auf eine gewisse Art und Weise eine Ernsthaftigkeit mit hineingebracht in dein Leben. Oder jedenfalls, ja. Oder das Ernsthafte zuzugeben gegenüber der größeren Öffentlichkeit. Genau, ja. So. Und jetzt, wo bist du jetzt? Wo ich jetzt bin? Mhm. Jetzt bin ich bei dir in der Sendung und das bin ich übrigens sehr gerne. Und dann redest du über Katzen und das Spirituelle, was in diesen Katzen stecken kann. Ja. Kann man mit Katzen eigentlich kommunizieren? Katzen sind sehr kommunikativ. Man braucht natürlich eine sehr hohe Interpretationsfähigkeit dafür. Aber wenn so eine Katze beispielsweise vor dem Fenster sitzt, rausguckt, einen Vogel beobachtet und so ein Selbstgespräch führt, jeder, der eine Katze hat, weiß, dass das sehr aufschlussreich ist. Wenn die dann so
Das ist schon was Besonderes. Also Katzen sind kommunikativ. Und wenn eine Katze einen anblinzelt, dann ist das ein Lächeln. Und man sollte zurückblinzeln. Zwinkern, aber in einer bestimmten Geschwindigkeit habe ich bei dir gelernt. Langsam zwinkern ist Lächeln und schnell zwinkern ist große Begeisterung. Und das versteht die Katze? In der Regel schon, ja. Und du telefonierst auch mit deinen Katzen? Ja, ich weiß, das klingt bekloppt, das hat sich die Presse auch rausgenommen als Schlagzeile, aber ich stehe dazu. Ja, ich telefoniere mit meinen Katzen. Erklär mal, wie das geht. Naja, ich rufe an, jemand hält der Katze, die Katze ruft natürlich nicht proaktiv an, ja. Sondern ich rufe an und jemand hält ihr den Hörer, das ist dann schon noch notwendig. Und dann spreche ich mit der Katze und in der Regel miaut die Katze dann so, wie ich es von ihr gewohnt bin, was ich als Erkennen deute, dass sie mich erkennt. Das. Und wenn eine Katze Murr macht, dann ist das eine Begrüßung. Murr. Deswegen, wenn man einer Katze begegnet, auch auf der Straße, streunend oder nicht, Murr. Sofort wird die Katze reagieren. Einfach mal ausprobieren. Wie sagt die Katze zum Abschied? Leise Servus wahrscheinlich. Miau. Happe Kerkeling, unterwegs mit einem Katzenbuch. Herzlichen Dank, dass du das hier vorgestellt hast. Alles Gute für alle Projekte. Nicht wieder ausbrennen, das wäre wichtig, aber das passiert dir nicht mehr, ne? Ich glaube nicht, nein. Nee, nicht mehr. Danke fürs Kommen. Vielen herzlichen Dank. Danke Happe dir. Kerkeling.